Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Beinahe hätten wir The Real Platinum God geschafft. Ist ja jetzt schon ein paar Tage her, also. Ja, ist aus Urlaub. Du traust dem immer noch hinterher. Also, Leute, ich hab's versucht, ihn wieder gerade zu biegen. Oh nein, das war so knapp! Die Gehirnwäsche bringt einfach nichts. Nee. Psychologen sagen auch, er ist verloren. Und sie fragen auch immer wieder, warum ist dieser Mensch an die Couch gefesselt, gekettet? Warum ist er an diese Kette gecoucht? Warum hängt die Kette an der Couch? Ja, und der Typ auch noch dran. Warum hält der es unter Kette fest? Dead Cat! Der Ben spielt übrigens, logischerweise, teleportiert sich jetzt aus diesem Raum raus. Mit einer Range Down. Range Down, will er nicht spielen. Oh. Will er nicht spielen. Nee. Auch nicht. Warte, lass mich nachschauen. Du hast das Glück nicht. Nee. Aber du hattest es schon mal. Eigentlich das gemein stimmt. Genug. Ja. Wie gesagt, ich würde auch so fair sein. Nein, mach nicht. Würdest du nicht. Würde auch so fair sein und wenn ich jetzt nochmal The Dead Cat kriegen sollte, auch abgeben. Fat Protector. Schwierig. Ja. Der kann einiges hermachen. Muss aber nicht. Ist die Frage, willst du jetzt noch reingucken in den Stachelraum? Uns riskieren? XL. XL? Ah, dann lass ich mal gucken, ob ich vielleicht noch bis zum nächsten Goldraum schaffe. Ja. Und vielleicht auch der Geheimraum. Na gut, bei einem XL wird er woanders sein. Der explodiert das Beste. Das habe ich mir gerade auch so gedacht. Das war eine dumme Idee. Gut, das war einfach nur dumm ausgewichen. Ich geb's zu. Fred the Protector. Wieder XL. Perfekt. Bomben! Stimmung! Nein, ich sehe nix. Yeah. Eigentlich war es dumm, weil na gut, man hätte damit spielen können. Lemon, Mischep, Ja. Stark! Oh! Ganz schön knapp. Ich habe mal beschlossen, den Schlüssel wolltest du nicht. Aber das Herz? Ne? Cube Meat? Meat Cube? Einmal Cube Meat, bitte. Nein? Du sahst so aus wie nein. Ich habe gerade überlegt, dass ich es vielleicht doch mache. So einfach mal probieren, aber das Problem ist, mach's weg, mach's tot. Mach's tot, es verfolgt mich. Jammer, geil. Na klar. Mitte Lost, das beste Item, was man kriegen kann. Jammer. Kinder, Mitte Lost, ihr müsst Jammer mitnehmen. Ich warte ja immer noch auf den D100. Stimmt, den können wir jetzt ja kriegen. Wer hat das denn frei gespielt? Wahnsinn, oder? The Soul, das ist schon wieder geil. Das wehrt Schüsse ab. Es versucht, Schuss abzuwehren, ja. Ja, also du könntest halt mal Glück haben, dass ich mal ein... Alter! Ich habe jetzt gerade auf das Soul ein bisschen vertraut. Hat nicht gewirkt. Nee. Ich glaube, wenn die direkt auf dich zukommen, funktioniert es auch nicht. Also... Es muss schon ein bisschen seitlich sein, meinst ja, du? Ja. Der lenkt es halt seitlich ab. So ja. Ein bisschen, siehst du das? Also, so wirklich Frontalschüsse kriegt er, glaube ich, nicht hin. Ich dachte, dass er bremst zumindest ein bisschen. Hätte auch sein können, dass er es vielleicht gerade gemacht hat. Ja, aber ist gerade schwer zu testen. Aber wie gesagt, selbst diese Schüsse werden ja abgelenkt von dir. Wenn er schießt, aber das macht er nicht zum Glück. Komm wieder her. Hey, hier. Nett. Teufel! Ah. 2 Bomben. Für eventuelle X-Steine. Huch. Wurz. Nett. Die haben sich aber wirklich immer in deine Schussbahn reingestellt, oder? Die wollten sterben. X-Stein? No chance against the loss. Na, du hast 2 Bomben. Ich weiß. Wollen wir trotzdem noch warten, ob man vielleicht noch mehr Bomben kriegt? Kannst du natürlich machen, aber jetzt kommt noch der Boss. Also, ja. Du könntest Glück haben und die Streichholzpackung kriegen, ja, aber... Nee, ich hätte jetzt gedacht, es kommen vielleicht noch ein paar Räume, deswegen. Achso. Aber, ja. Ja gut, erste Ebene halt. Ja. Wer weiß. Gute Reise. Gute Besserung. Eine Bombe. Dann gucken wir mal noch in den Geheimraum neben dem Shop. Neben dem Shop? Kann er nicht sein. Nach unten kann er auch nicht sein. Nach rechts könnte er jetzt hier noch sein. Ja, das ist wirklich der einzige Ort, glaube ich. Und da ist er auch. 2 Schlüssel, perfekt für die nächste Ebene. Ja. So. Ich wollte gerade schon wieder fragen. Was habe ich eigentlich für ein Item bekommen? Ich leuchte. Das Soul, ja. Da war was. Ich habe gefühlt, dass der auch hier
Supergeheim war im letzten Raum. Supermonster oder Super Großmonster, wie auch immer. Ja, wenn ich jetzt so eine Fliege gekillt hätte. Ja, das habe ich erst so überlegt. Die fliegen so hinter einem her und irgendwann beachtet man sie nicht mehr. Ja. So, jetzt noch ein schönes Damage ab und alles ist okay. Nee. Du gehst mit deinem Monster Gassi, oder? Ja? Holy Shield. Irgendwie sowas erstmal. Das ist natürlich der Hammer, wenn Monstro Dead Cat fallen lässt oder Holy Shield. Oder beides. Beides? Das ist natürlich, der ist eine Option und da muss ich entscheiden. Das ist schon bitter, oder? Ja, ich dachte so. Na gut, beim Bosswash muss der auch entscheiden. Ich dachte, er lässt einfach einmal Guppy fallen und Dead Cat. Und Dead Cat. Ah. Guppy Dead Cat. Guppy diese Katze. Die Dead Cat. Gerne. Ja, ist schon mal schön. Tür ab, ja. Ich bin auf jeden Fall sehr traurig jetzt, dass ich nur ein halbes Bild bekommen habe. Ja. Da hat man es auch nochmal gesehen. Ich muss es gleich wegblenden. Ja. Jetzt schnell auf jeden Fall. Schön, 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 schön. Flieg bitte nicht oben in die Fliege rein. Machen wir nicht. Ich hab schon eins schon getötet gehabt. Ja. Ja. Sogar ziemlich schnell, irgendwie nach zwei oder drei Schüssen. Ja, das hab ich den gleich so am Anfang beschossen. Könnte natürlich auch der Geheimraum sein. Ja, alleine wegen des Stone. Musste machen. Schade. Ist halt nicht, ne? Ist er leider nicht. Der Geheimraum können. Uiuiui. Die hat's aber extrem abgelenkt, oder? Den Schuss? Ja. Einfach mal in die andere Richtung. Ich glaube, das hätte auch getroffen. Also, der kam ja so komisch geflogen. Bremst ab. Läuft. 4 Schüsse. 5 Schüsse. Und? Cheered. Cheered. Oh, sehr gut. Sehr praktisch. Aber ich bin hierfür. Ah, das geht. Ich glaube, durchs Fliegen sind wir schnell genug. Ja, stimmt. Aber 2 Batterietypis halt. Oh, und einen Nova? Nee, fliegen. Fliegen. Der ist schon mal tot, das ist praktisch. Ah, über die Steine. Okay. Ja, hab ich ihn getroffen? Ja. So nebenbei, also ich hab das nicht mal gesehen. Ja, du hast ja einfach mal nach hinten geschossen. Ah, nicht! Der hält so viel aus. Das ist wie mit Wegrennen und eine Uzi nach hinten halten. Irgendwas trifft man schon. In jedem guten Film. Ja. Oder meinst du alltäglich bei dir? Na, alltäglich. Immer wieder. Ja. Aber ich treffe keinen, weil hier ist niemand im Wohnzimmer. Ich wollte gerade sagen, wegrennen ist schwer. Na, so ein Gleis Areal kann ich schon im Kreis rennen. Dass sie immer dieses Knutschgeräusch machen müssen. Sie mögen mich. Ja. Gruße mich. Gruße mich richtig. Ach, jetzt ist die Scheiße wohl interessant, oder was? Vorhin jeden anderen Raum hast du liegen lassen. Hab's nicht gesehen. Kannst du so wirklich fast in den Shop reinschauen. Ja. Und X-Stein? Keine Bombe mehr. Das ist schlecht. Ah, die geben dir eine. Die sind freundlich. Oder im Shop. Ah, Schlüssel. Die sagen, geh jetzt mal in den Shop. Sieht cool aus dort. Denn da gibt's die Stopwatch. Alter, spreng's dir raus. Also, eh dir jetzt noch. Hol die. Achso. Achso. Nee. Nee. Ja, also geh. Was labert der? Du kannst gerade durchfliegen, dass die 2 Feuer machen. Aber Achtung, dass eine schießt. Kannst du in Feuer sterben. Schade. Hey. Fliegen wir an dein Verhängnis. Kadaboom! Wie nochmal? Kadaboom! Das ist ein Bossraum noch. Und Bossraum. Naja. Kein Bombraum. Piggy Bank, geil. Jetzt können wir uns Geld auf jeden Fall verdienen. Oh, ein? Komm, da muss auch was drin sein. Los! Hier! Nein, aber wir haben noch einen Raum. Ich wollte. Na, du hast auch noch einen Scheiße rumliegen. Haben wir? Achtung! Achtung, hat er gesagt. Ja, haben wir gemacht. Das war unten im ersten Raum, wo du drin warst. Ich mach erstmal den anderen Raum. Okay. Für eventuelle. Ah, gut. Münzendrops. Ja, ich habe jetzt erst Feuer oder sowas spekuliert. Alter, und dann kriegst du echt nur Schlüssel. Durchfliegen, geradeaus. Im Shop ist ja noch Feuer an. So, jetzt runter, weiter. Beim Bettler. War da Feuer? Ist doch immer Feuer, oder? Scheiße, rechts war da. Das war keine, oder? Doch, hier. Komm, eine Münze, bitte.
Nein, no Münze for you. Ist das bitter. Ich hab doch 17 Münzen. Was labern wir denn? Hä? Ich weiß auch nicht gerade woher. Also ich muss es irgendwie verpasst haben. Hä? Piggy Bank? Piggy Bank. Gibt die Münzen? Das kann sein beim Aufsammeln, dass die drei Münzen gibt oder so. Mhm. Telefon ist weg. Aber absolut nicht gecheckt. Nö. Ist die Musik auch übelst geslowt. Die ganze Zeit. Ich habe so irgendwie Angst aufzustehen, um mein Handy zu holen. Warum? Ah, dass du irgendwas verpasst? Nee, dass ich dich irgendwie in den Tod reise. Naja, das machst du sowieso. Du bist schuld. Ja. Wir sind hier auf dem Koop-Sessel. Hauptsache, du reißt das Mikrofon nicht um. Habe ich mir so gerade überlegt. Ah, das sieht gut aus, was er da macht. Sehr gute Bewegung. Ich massiere ihn ein bisschen den Rücken. Jetzt eine Kopfmassage. Alter, hält er viel aus. Ein bisschen den Rücken. Jetzt doch eine Fußmassage. Die Füße und nochmal eine Kopfmassage. Er ist so begeistert, dass er sich auflöst. Eine Schaufel. Für den Notfall. Nicht so verkehrt. Bin übrigens wieder da. Ich habe überlebt. Wie habe ich das nur gemacht? Dritte Ebene. Dunkelkacke. Dunkelkacke? Ja, wenn ich einen Goldraum gefunden habe, werde ich mich... Obwohl, Devil Deal ist wichtig. Ich würde gerade sagen, werde ich mich wahrscheinlich mit der Schaufel runterbauen. Ja, kriegst 3 Münzen. Oh, wenn die geslowt sind, das ist so angenehm. Ja, das sind auch die langsameren. Die wären jetzt nicht so schlimm gewesen. Schön, dass sie sich nicht entscheiden können. Achtung, das ist ein spezieller. Ja, sehe ich schon. Scheint ein Roder zu sein, der hat durchaus gehalten. Was auch, der ist in so ein kleines Häuschen zerfallen. Ah. Komischer Arsch. Harter Arsch. Stirb. Fliegender Arsch. Goldraum schon mal. Er macht Licht für dich. Tun die platzen nicht auf? Ne, noch nicht. Nee. So, Toxic Splash? Ja. Mit der Tränengeschwindigkeit, ganz nett. Im Shop. Wir haben viele Schlüssel. PhD. Oi. Aber du hast keine. Dann eher die Bombe dann. Ja, wenn wir was finden. X-Schein oder sowas. Opferraum. Opfer. Ja, ne? Sehr gut. Schon wieder du. Er kriegt ordentlich Schaden durch. Dadurch, dass er da jetzt nochmal durchfährt. Ui, nett. Ein bisschen Geld. Nochmal. Schon wieder du. Achte auf die Fliege. Ja. Hat gesehen. Da kommt sie. Das war sie. Er baut sich ein. Er baut sich eine eigene Festung. Bomben, sehr gut. Ui. Das war ein kurzer Leck. Hast gesehen, ja. Mhm. Ja, hat gemerkt, dass da noch was kommt. Ist ja auch ein mieser Raum, ey, wenn du kaum Range hast. Ja. Du bist irgendwie ziemlich aufgeschmissen. Achso, du kannst übrigens trotzdem den Boss ja machen, weil wenn die Schaufel beim Boss einsetzt, kommst du auch runter. Das geht nicht sofort wieder zu. Achso, ja. Du meinst, wenn es ein Schlummer ist, setzt es ein und renn weg. Genau. Ja. Das Schlimme ist ja dann erst... der war special. Wenn dann irgendwie Gegner kommen, die hochspringen und irgendwie random Zeug machen. Das ist ja aber rot. Oh ne, Achtung, deine Freunde. Ja, ich wollte erst zu dem einen hinrennen, dann fiel mir ein. Och, der ist ja sowieso geslowt, die kommen ja nicht weit. Das ist ja das Schlimme, dass diese Sprungmechanik nicht verlangsamt ist. Die schon. Die ja. Der eine ist auf jeden Fall rosa. Wo hast du das gesehen? Na, der schießt. Ach so. Damit ist er rosa. Ja, Achtung, wenn die so nah rankommen. Wenn sie eine Nova machen. Wenn wir das ganze Licht ausmachen. Ist ja nervig hier. Alles so hell. Stimmt eigentlich. Wir mögen doch dunkle Kellerräume. Eben. Wir sind doch Isaac.
Müssen wir langsam an der Boss kommen. Schon mal nicht. Ich finde es aber irgendwo extrem witzig, dass der Glanz um dich herum jetzt wirklich grün geworden ist. Ja. Aber macht das nicht sogar Toxic Aura? Macht er den grünen Glanz, ja? Das kann sein. Na klar, Toxic Aura. Hm. Bist auf jeden Fall beim Boss jetzt. Und eine Münze. Sieht hier absolut nichts, ne? Ne. Ja, die. Welcher? Frage. Er schießt. Er kommt aber nicht ran. Ja. Das ist sehr angenehm. Da wird zwar jetzt eine Weile dauern. Ja. Ich muss mich halt so positionieren, dass ich dann meist die Fliegen Swarm gleich mit. Dann genau. Mit Töten. Aber sieht gut aus. Und dann am Ende macht er so einen Mega-Schuss, der doch bis zu mir kommt. Ja. Wie bei Isaac, diese Schüsse, die über die Scheiße drüber fliegen. Ah, hab ich dir wieder was gezeigt. Spannung ist was anderes, ne? Ja, ja. Wir können überlegen, ob wir noch irgendwas erzählen können, aber irgendwie... Hast du denn alles erzählt? Verdammt. Ist alles gesagt. Alles gesagt. Oben ist noch eine Fliege. Zwei sogar. Gefährlich. Und links unten in der Ecke ist auch noch einer. Gefährlich. Platz hinter. Und kein Level hier. Sind frei. Zumindest so, wie sich die... Also... Ich hab's nicht öffnen hören in der Regel. Hat niemand geschrien. Ja. Na, Arcade-Raum? Shop? Shop. Kein Bibliothek. Job. Book of B, ja. Da haben wir unsere Devil Deals. Das stimmt. Top. Das kannst du ja immer einsetzen. Secret-Räume. Ja. Okay. Denselben Song. Spiel denselben Raum nochmal. Okay, denselben Raum. Und los. Es bleibt aber halt recht kurz, muss ich sagen, dieses Blechzeug. Ja. Hallo, du bist nicht lustig. Also ich hörte schon ein bisschen witzig. Wort raus auf die Stoppuhr, dass die nicht bis zu dir kommt. Ja. Der war speziell. Der auch. Ja. Aber was auch immer speziell war. Wir haben es nicht bekommen. Kann ja nur Pille oder... Ne, dafür hat er nichts unter sich gehabt. Dann wird es wohl blau gewesen sein für Fliegen. Oder Herzen oder Münzen oder Batterie. Stimmt, da kann ja doch noch einiges anderes kommen. Oder Schlüssel oder Bomben. Ne, Bombe wäre explodiert. Yo! Yo! Ah, zu Toxic Aura steht auch nicht da, wie Schaden das macht. Nicht? Nö. Nee. Kannst auf jeden Fall mal in den Geheimraum reinschauen. Hast du jetzt ja Bomben? Ja, hab ich vorhin schon gesehen, dass ich jetzt einige Bomben habe. Und du bräuchst echt... Schwarze, ey. Ja, Alter. Aber was du irgendwie mal gebrauchen könntest, wäre mal ein bisschen Damage, oder? Ach, also, ganz klein wenig. Wir machen das alles über Zeit. Zeitspiel! Wie willst du so den Boss-Rush schaffen? Haben wir da schon. Noch mehr Bomben. Könnten dann mal schauen, was im Shop ist und dann eventuell die Typen sprengen. Ja, dann erstmal nach oben oder den großen Raum? Großer Raum. Großer Raum. Kein Shop. No Shop. Alter, ist ja weit gekommen. Ja, aber hat alles gegeben. Ja. Zumindest bis in die Aura. Mach gleich mal hier die Kacke kaputt. Leider heute kein Geld für dich. Und dann auch noch die kleinen. Wunderschön. Immer noch kein Schlüssel. Immer noch kein Schlüssel. Hm, könnte man fast überlegen, wenn der. Es ist noch einiges an Räumen. Auf jeden Fall. Ja, zumindest Geld. Geld hast du bekommen, ja. Du Fast, du Furios!
Der eine, er versucht's. Ja, er gibt sein Bestes. Piep. Der sofort ausgeploppte Piep. Ist nicht so toll. Man muss halt nur auf die Augen achten. Wirklich weit voran kommt er ja nicht. Und du drückst immer wieder zurück in seine Ecke. Naja. Aber dass man die Augen halt selber auch schiebt, ist ein bisschen nervig. Und die blocken halt die Schüsse, was mich auch ein bisschen stört. Ja. Dadurch mache ich ihm so wenig Schaden. Ja. Alles gut. Ich habe das Gefühl, dass sie schneller werden. Notfalls hast du auch Shiriot noch, ja? Ja. Wenn es gar nicht mehr geht. Es geht gar nicht mehr. Ah, deine Chance, deine Chance, deine Chance. Sehr gut. Jetzt habe ich aber ganz schön geschwitzt da oben in der Ecke. Schön scheiße positioniert. Also, du hast schon wieder so Ambitionen gehabt, da aus Versehen reinzurennen. Ja, weil... Keine Ahnung. Aber das ist ja so ein Reflex einfach. Augen, ich muss hin. Auge um Auge. Monstrous Zahn um Zahn. Um meine Zähne. Goldraum. Aber du hast so viele große Räume auf dieser Ebene. Schon der dritte. Ja, und kein Cards Against Humanity. Ah, schon beschissen. Boah, ey. Hatten wir vor uns schon eine Bibliothek gehabt, weißt du? Und was kriegst du hier? Eine Bibliothek? Warum nicht? Das Schlimme ist dann, wenn das man. Frage ich mich eigentlich auch, ob das geht. So nach dem Motto, ob, wenn es in der Bibliothek das Buch mit rein generiert wurde. Ob das dann auch noch im Goldraum sein kann. Wenn du es gehabt hast, nicht. Ja, nee, wenn du es gehabt hast, aber wenn die Ebene wird ja erstellt. So. Und dabei wird ja die Bibliothek befüllt und der Goldraum. Ja, aber die Sachen, die du nicht aufgehoben hast, können wiederkommen. Naja, ist ja am Shop. Naja, klar, aber kann es dementsprechend so kommen, dass du in einer Ebene zweimal das gleiche Buch hast? Achso, na, wenn du es aufhebst, wird es das vielleicht... Noch einmal, nicht aufheben. Ja, ja. Die Ebene wird generiert und du hast einen Goldraum und eine Bibliothek. Genau, wenn du in der Bibliothek, das meine ich ja, wenn du es in der Bibliothek aufhebst. Naja, das ist die Frage. Würfelst du den Goldraum dann nochmal neu aus? Keine Ahnung. Du stellst Fragen. Wenn ihr die Antwort wisst, schreibt sie in die Kommentare. So weiß keiner. Wer weiß, vielleicht guckt uns ja Edmund. Steuerbar oder was? Nee, hieß er nicht so? Ja, hieß er. Entwickler. Ja. Oh, Mr. Supergeheimraum. In Wiggler, Wiggler. Über die Amnesia. Sehr gut. Eigentlich Weiber. Na klar. Bad guess. Naja, an sich. Naja, noch recht. Gar keine schlechte Pille, glaube ich. Also schon schlecht, aber. Ja, was halt schade ist, dass du jetzt den Geheimen. Ah ne, im Geheimraum warst du auch schon. Der war in einem großen Raum dran. Wirst du die so lange brauchen? Oh, das war gut. Der andere stirbt auch gleich. Ja, vielleicht doch nicht ganz so lange. Das war schlecht. Ja, das war's. So, ab in den Shop. Das war also klar. Dir wird auch nichts gegönnt. Ja, doch, wenn er mal drin steht, dann zieht's schon einiges ab. Deswegen bleibt's, glaube ich, auch so kurz, weil ich glaube, es macht schon enorm viel Damage. Summer Sale. Ah, Steam Sale, nicht Summer Sale. Ja, er ist noch ein bisschen. Dabei beim, ist, beim dabei Summer Sale und da ist er so lange. Naja, nicht wirklich, jetzt mal ganz ehrlich, die Angebote waren kacke. Deswegen. So. Der heißt speziell. Ja. Der aber, glaube ich, auch. So gefühlt. Aber wirklich größer sind sie ja nicht. Okay. Der hätte dir eventuell was gegeben, aber da muss halt aufpassen, dass er nicht explodiert. Ja. Okay, der hätte dir vielleicht auch was gegeben. Der nicht. Der hätte mir was gegeben. Den kennen wir schon. Wir wissen sein Bewegungsmuster. Es zieht schon einiges ab, also wenn ich jetzt gerade gucke, wenn er da so durchrusht noch und drinnen liegt. Ja. Muss nur auf einer geraden Spur halten. Und das war ja, glaub. War es der Große? Nee, war er nicht, ne? Nee. Oh, nee.
Obwohl, wir haben keinen Damage bisher. Wir haben schon ein bisschen Damage. Schön. Damage und Cat, auf jeden Fall. Schon mal ein Teil. Hatten wir nicht gerade 4 Striche Damage? Oder? Ah ne, Book of B, ja. Hätten wir es vielleicht doch mitnehmen sollen. Ja, ist aber doof. Hätten wir als erstes. Ich weiß. Das stimmt, ja. Na klar, verdoppelt. Na, dann hast du jetzt 6. Warum ist ein Strich 2 Damage? Ne, wieso? Du hast ja jetzt 3. Ja. Und wenn es verdoppelt? Ach so. Book of Belia? Ja. Ich dachte jetzt gerade in dem Moment. Nee. Wir müssen uns besser absprechen. Ab in die Ecke! Schäm dich! Hat in die Ecke geschissen, das Schwein. Aber es guckt immerhin von dir weg, weißt du? Es hat Angst, ja. Es ist wie so ein Hund, der irgendwie was kaputt gemacht hat. Schlüssel kannst du auf jeden Fall aufmachen. Das Torrent Baby ist ganz lustig. Kommst nicht zu mir. Du kommst nicht zu mir. Wo bin ich denn eigentlich bei meinem letzten Stopwatch-Run gestorben? Kurz vor der Mutter oder sowas, ne? Ja, ich glaube, bis zur Mutter selber hast du es nicht geschafft. Irgendwas war. Ja, ne, das waren die kreisenden. Stimmt, ja. Ich da mitten im Raum stand mit meinem riesen Schädel und einfach nur gestorben bin. Ja. Weil du einfach zu groß für diese Welt warst. Bombenfliege! Das war's, Torrent, Baby. Ja. Dafür übernehme ich. So, Kampfraum reinschauen? Übernehme ich keine Verantwortung. Naja, für was erhoffst du dir? Okay. Na hier, wie heißt er denn? Cricket's Head? Achso. Na gut. Oder Infamy. Infamy. Ja, gibt da einiges zu holen. Und dadurch, dass es ja kein Bossraum ist. Meinst du, es ist angenehm oder was? Hoffnung? Oder war er? Naja, auf jeden Fall, Shop-Besuch würde sich wieder lohnen. Diesmal sollte ja kein Greed drin sein, zumindest kein normaler. Ich weiß nicht, Ui. Ob die. Genau. Ob du? Ob die schießen jetzt, wenn die zerplatzen. Halo. All sets up. Sehr schön, sehr schön. Plus ein bisschen Damage. Ja. Der zerplatzt. Spring. Weil der ist hochgesprungen und du hast so gar nichts gemacht. Ja, ja. Ich musste erstmal mich orientieren und wollte den anderen töten. Pins oder sowas? Pins? Ja, höchstwahrscheinlich. Ah, der wird nicht vorankommen. Der wird irgendwo hinten im Raum sein. Ah, der Typ. Okay, der ist natürlich trotz alledem eklig. Wobei, wer natürlich da drin steht. Ja, das Torrent Baby schießt halt auch mal ein bisschen mit. Oh, wie lange der erstmal gebraucht hat, bis er vorne war. Der musste ziemlich lange tauchen. Cry Baby! Nein. Ey! Sau. Hat er gut gemeint? Nein, leider nicht. Achtung, Achtung, sie kommt. Noch eine, Alter. 3 Stück, ja, das war's. Nein, 4. Stück, okay. Der eine ganz schön auf sich warten lassen. Ja. So, der Shop zumindest schon mal. Ui, nett. Super Creed! Ich sag's noch, ne? Ja. Aua, hast du noch eine Ebene? Eigentlich schon, oder? Ja. Nochmal Steam Sale? Ja. Yay, da freut man sich, oder? Necropolis 1. Also einen Shop hast du da noch. Jo. Nee. The Quarter, ah ja. Sehr schön. Da könnte ich dann auch einiges spenden, mal. Lass mal. Ja, okay, mach es mal. Was denn? Nee, gucken, wo der Geheimraum dann ist. Weiß ich doch nicht. Oder soll ich spekulieren? Nee, von den Räumen her. Ach so. Die da oben. Sie mögen sich. Toll, Liebespaar zerstört. Ich hoffe, du bist stolz. Ein wenig. Hier nach rechts könnte er halt sein. Ja, schön wäre, wenn er am Stachelraum wäre. Ja. Deswegen erstmal die anderen Räume angucken, aber da ist er einfach mal. Und noch mehr Münzen, geil. 80 Münzen, musste machen. Schöne Räume. Wie schnell die einfach sind, trotzdem. Das stimmt, das ist ziemlich eklig.
wie die Herzen trotzdem auch aushalten. Zählten halt nicht mit ins Slow rein. Ja. Kein X-Stein gesehen, sorry. Immer noch kein X-Stein. Oh, entschuldige dich dafür. Ja, sorry, ich habe keine X-Steine reingepatcht. Noch mehr Geld, gib mir doch Cricket's Head. Ja, durch sowas zu sterben wäre dann echt bitter gewesen. Gut. Vergiss nicht, Buch, genau. Gut. Oh. Ja, ist bei dem übel. Obwohl, ich könnte. Du kannst, kommst auf jeden Fall von oben ran, ja. Kommt nicht weit, wie gesagt. Ich weiß, aber die Bomben, die da geflogen kommen. Da schiebt er ja auch die Augen extrem. Bleib einfach mal sitzen, Junge. Ist er sitzen geblieben oder was? Alter, der rastet aber gerade ein bisschen aus. Er merkt das auch irgendwie. Oh, Alter, ist ja eklig. Schön. Speedbelt, okay. Man weiß halt nicht, was ist, ne? Goated. Das bringt ja auch nicht mehr so viel. Ne. Oh, ja, war eklig. Wie er erstmal gelasert hat. Ja. Das war so der typische Moment. Ich bin tot. Das wäre natürlich noch cool gewesen, wenn der Laser dann so einen Bogen über dich drüber gemacht hätte. Ha, das ist so. Ein Glück. Anti-Magician oder was? Hm? Anti-magisches Schutzfeld. Depths 2? Ich war doch gerade in Necropolis. Wie geht denn sowas? Ich habe keine Ahnung. Kannst du nicht sagen. Aber du hast recht, eigentlich hätte es in Necropolis 2 sein müssen. Eine Kiste! Und ganz viel Geld! Das, was du unbedingt brauchst! Ja, der Shop ist zumindest safe, das ist das Schöne. Ja. Doppelschlüsselraum? Na klar, alles reroll. Du bist auf 99 Münzen. Ja, das bin ich. Schöner Raum. Beinahe reingeflogen. Ich hab's ganz genau gesehen. Auf jeden Fall ausmachen. Das ist dann so ein Raum, wo man zurückrennt und stirbt. Ja. Sehr gut. Wenn man bitte springt, springt. Springt, springt. Springt, springt. Die teilen sich. Der ist ein richtiges Springen ins Feld. Da ist der Geheimraum. Da ist er immer. Ich komm zu dir! Er wollte ihn ein bisschen langsam schieben. Aber ich komm zu dir! Oh, das ist ziemlich weit vorangekommen eigentlich. Wir haben uns gegenseitig geschoben bestimmt. Wir helfen dir! So viel Geld. Wie viel Geld du einfach mal kriegst. Der Boss, die Mutter. Dann würde ich da noch nicht reingehen, wenn ich du wäre. Ich hab keinen Bossfasch mehr. Verdammte Kacke. Sicher? Ja. Oh, schon wieder. Schlimmer Raum, ey. Ja. Vier Hände wieder. Feuer ausmachen. Ja. Eine kommt noch. Eine kommt noch. Ja. Da kommt sie. Sehr gut. Shop. Zwei Mal runter. Achso. Alles runtergesetzt. Ja, Blank Card. Dabei. Bibel. Brauchen was zum Rausteleportieren. Und du kriegst auf jeden Fall immer Devil Deals. Das stimmt, aber es wäre schon besser, wenn ich irgendwo Damage machen kann. Mhm. Also wenn wir was zum Rausteleportieren kriegen, wäre es perfekt. Eine Karte. Ja, oder Blank Card und Sheared immer. Ja, aber die Bibel ist doch perfekt für die Mutter. Ja, auf jeden Fall. Nochmal fürs Herz extra noch. Ja, warum müsste ich dann rausteleportieren, wenn du die Bibel nimmst zum Herz? Das stimmt. Da hat er recht. Verdammt, Leute, er hat recht. Deswegen hatte ich ja gerade überlegt, so nach dem Motto, naja, Book of Belial für Devil Deals brauchst du ja nicht mehr, der ist speziell. Schon. Aber Book of Belial ist halt geil. Auf jeden Fall, also. Schaden, ne? Und so. Und wir haben ja erst das, na, mal gucken, was wir bei Mutter kriegen. Beziehungsweise, wenn wir keine Karte kriegen, dann ist es halt so. Die vergeht an der andere Ecke. Und lässt sich nicht mehr treffen. Ich will eine Bombe hinschieben.
oder hinlegen. Na, eher schieben. Ich hatte irgendwie Angst, dass er genau in dem Moment sich irgendwie anders backt. Ne. Aber dann wird es sich jetzt lohnen, die Schädel zu sprengen, wenn du Karten haben willst. Oder? Waren da welche? Ja, zwei. Okay. Also, kann ich ja mal im Hinterkopf behalten, weil vielleicht finden wir irgendwo noch einen besseren Raum. Wo vielleicht auch mehr Schädel sind. Was könnte man denn noch an Karten sonst wollen? Devil für die eine Ebene, wo es keinen Devil gibt. Devil genau. Ansonsten... Wo müssen wir denn hin? Hoch, Schlüssel. Ja. Two of Spades. Wäre nicht so schlecht wahrscheinlich. Alter. Das zieht schon, ne? Ja. Weit weggehen. Schlüssel, nicht bomben. Was verstehen die daran nicht? Ja. Magician. Was kommt hier? Fliegendes Zeug, irgendwas? Ist wahrscheinlich. Ja, Geister, okay. Flieg ins Feuer. Ist ja fies. Flieg ins Feuer. Das war ja einfach. Was denn? Geheimraum hier, am Stachelraum. Das wäre natürlich top. Ist er. Bamser Kies. Wizard. I can see forever. Okay, super Geheimraum. Und noch mal, das ist fast besser als... Das ist Sheerid, meinst du? Obwohl, nee, ist nicht. Scheiß auf die Räume. Ich würde warten, wenn du reingehst. Ich würde einen Pilz mal holen. Ja. Minimasch aber bitte. Aber wie gesagt, falls da Fliegen oder Spinnen sind, warte erst, bis der Effekt vorbei ist. Ja, ja. Oh, wir haben Geld verbraucht. Wir gucken wieder nochmal. Ja. Könnte Contract sein, könnte aber auch ein Gabi-Item sein. Gabi's Color. Noch ein Item. Gut. Wir waren noch nicht im Goldraum. Nach links geht's noch, ja genau. Da ist der Goldraum. Oh mein Gott, er greift an! Kommt auch nicht mal über den Abgrund. Ist ja fast zu mies, wenn man selber so eine niedrige Range hat und nicht hinkommt. Jetzt haben die das mal. Das fühlt sich so gut an. Gabi! Oh, Baby 2.0. Kann für manche Sachen ganz nützlich sein. Ich wollte gerade sagen, also... Und notfalls macht es einfach mal noch irgendwie so Schaden. Ja. Also Bibel ist schon ein Plus, gerade weil... Ja, Mutter wegnatzen, Herz. Mutters Herz wegnatzen. Ja. Dann müsste man es irgendwie ablegen, nicht dass man es... Obwohl ich bin eigentlich nicht so einer, der es irgendwie sinnlos drückt. Ah, wo war's so, Polaroid? Links. Ja. Und? Irgendwas? Gabi? The Pact. Na gut. Das ist in Ordnung. Damage und Tears ab? Der Tears, also die Tränengeschwindigkeit ist echt gut. Warte mal, X-Schein? Ja. Ja. The Stone! Schade. Ja, dann geht's weiter in der Womb. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wie geht's dir so? Vor allen Dingen sind noch vier Ebenen. Ja, komm, das schaffst du. Und das läuft schon übelst lange. Vertrau auf dich. Na, ich werde nicht nochmal rankommen. Weißt du, wie ich erschrocken bin? Als das Ding auf einmal losgelasert hat? Ja. Aber irgendwie jetzt gerade schießt das nicht, was komisch ist. Ja, er schießt nur, wenn er so das daneben ist. Die verarschen dich. Trollen. Ja. Der eine speziell, kann das sein? Ja, ist er. Der da, ja. Der auch. Der auch. Der war lila. Ne, rosa. Spuckt ja noch ein bisschen. Ja, und das so schlau ist. Ich hoffe immer noch auf Cricket's Head, ne? Ja, jetzt er will mitmachen. Dauerhaft. Er wollte mitmachen. Vergiss nicht, hier kommen nur Bosse. Nicht nur Boss-Items. Der zieht an, der eine. Ah, schön, wie du siehst, wie sie wirklich dadurch dann teleportiert. Also. Da hält er viel aus. Sehr gut. Oh, die sind normalerweise so. Na gut, die sind selbst jetzt noch anstrengend, aber. Ja, durch den Raum. Wenn die so auf einer geraden Linie sind, dann ist das ja okay. Aber immer dieses hinterm Stein und
nochmal hochkommen und wieder runter und oh. Ja. Ja, hat ihn angeschossen. Hat mir gezeigt, wo er ist. Gutes Rollbaby. Der eine explodiert, der ist anstrengend. Ja. Und du musst mit deinem. Der auch. Naja, und du musst mit deinem Torrent-Baby aufpassen. Weil, auch wenn du aufhörst mit Schießen, er macht's nicht. Er hat immer Bock. Ja. Wolltest du nicht Schlüssel? Ui. Mies. Spreng sie mal lieber. Du bist schnell. Du bist Flash. Schnell müde. Nach oben, nach unten gucken? Ja. Oben ist Decke, unten ist Fußboden. Wo sagt man das? Zwei Schüssel. Ja, immerhin etwas. Wie krank der aussieht. Ja. Das ist mir sonst noch nie so aufgefallen. Meinst du, das sieht so aus, als hätte man den erhangen? Ja, eher als wenn er da schon irgendwie zwei Wochen hängt. So gut möglich. Wie er über ihn drüber lasert. Aber er versucht's. Gibt sein Bestes. Ich hab ihm geholfen. Yay. Yay, aber wir haben den Schlüssel zurückbekommen. Falscher Weg. Das war gut. Naja, klar, einsetzen und. Ja, Cheerio ist doch wichtiger. Deswegen. Hui. Das ist der Geheimraum. Ne. Doch. Oh. Bleibt der andere, ich hab Angst. Was ist der andere? Einer ist tot. Der andere chillt. Wo ist mein Rollbaby? Ist bestimmt irgendwo unten. So, der Heimraum war entspannt. Das ist aber wichtig. Genau. Ja. Man muss auf jeden Fall schon etwas mehr Damage. Pack merkt man schon auf jeden Fall. Ach, mich hat es teleportiert. Achtung, die drehen sich normal. Schnell. Der eine ist einfach mal der eine explodiert. Achso, nee, der ist ein Schwarzer. Ja. Der Schwarzer. Ist ja lustig. Machen wir irgendwie leichter. Ja, nach unten oder nach rechts? Nach rechts. Aber hier ist ein X-Stein. Er gibt sein Bestes da unten. Der will unbedingt zu dir. Ah, wenn die auf der Spur stehen, ist schon top. Stars. Ja, die Sternchen. Da musst du nur mit denen aufpassen, die abtauchen und zu dir kommen können. Ihr blockt meine Schüsse! Mal so am Vorbeifliegen. Ja. Hey Leute, ich bin noch da! Abel. Der irritiert dich doch nur, oder? Ach. Ah, ne, mit. Unten. Genau! Das wollte ich nochmal gezeigt haben. Schön. Alter, der könnte anstrengend werden. Ich denke nicht. Naja, doch. Ist schwer, dann auf jeden Fall eine Lücke zu finden. Ja, deswegen. Zielsuchend übrigens. Ja, hab ich gesehen. So. Notfalls Shirt. Geht. Hat sie den ein bisschen abgelenkt, hat ich das gesehen? Ja, du schiebst ihn trotzdem auch. So, das fährt schon mal nehmen. Komm, ist noch schön ein Gabi-Item. Nee, ich hab andere Vorahnung. Krampus, ne? Ah, stimmt. Achtung! Die Frage ist, ob du dich irgendwo unten in Sicherheit stellst und ihr das Robo-Baby das machen lässt. Nein. Kämpfen wie ein Mann. Ja, ne? Naja, ich würde. Ich Bibel weiß trotzdem, nicht. Ne? Für Marms Herz ist die Bibel natürlich besser. Aber Krampus Head kannst du dann halt immer noch gegen Isaac und Blue Baby einsetzen. Ist schon doch noch ein Stück weit. Und wenn du dich natürlich bei Mom erstmal richtig positionierst, schießt du auch gleich die Augen. Augen oder halt einen Schluss. Obwohl, der Schluss ist nicht schlimm. Die schießen ja gar nicht bis zu mir, die Tränen. Das stimmt, ja. Die Augen werden ja das Schlimme sein. Ach, so dunkel. Warum?
Aber Gabi, ne? Ja. Postraum, ja. Also dann geht's ja fast. Das ist der Wump, halt. Das ist immer Postraum. Also kriegst du halt noch zwei. Drei? Zwei. Drei? Nee. Dadurch, dass das ein Bossraum ist, nur zwei. In den normalen Kampfräumen hast du immer drei Wellen. Und in der Wand kriegst du dann Bosse. Ja, ja. Achso, aber war das ein normaler Kampfraum? Achtung, Achtung, Achtung. Ach du Scheiße. Was war ein normaler Kampfraum? Das hier. Jetzt ist ein Bossraum. Das ist ein Bossraum. Das müssten doch dann drei sein. Nein, zwei. In den normalen Kampfräumen kommen drei Wellen. In Bossräumen kommen immer nur zwei Wellen. Hä? Ja, eben. Das ist doch das. In den Bossräumen kommen zwei Wellen. Naja. Und wenn du aber dann ab der Bomb bist. Du bist doch in dem Bossraum. Naja. Und ab der Womp sind es drei Wellen. Achso, dann kommen aber auch in normalen Kampfwellen Bosse mit drei Wellen, oder? In den normalen Kampfwellen Bosse mit drei Wellen? Na, in den normalen Kampfräumen, die mit den blauen Schwertern. Ja. Kommen auch drei Wellen. Da kommen drei normal. Das sind aber kleine Monster. Nein, Bosse. Ab der Womp sind es Bosse. Achso, das weiß ich jetzt nicht. Ich bin in einem Bossraum. In der Womp zwei? Ziemlich geil eigentlich. Nee. Ziemlich scheiße eigentlich? Kriegst du eine Bibel. Womp 1 wäre es cool gewesen, aber Boss-Items. Hier kriegst du die Bibel. Ziemlich geil eigentlich. Stimmt, ziemlich geil eigentlich. Jetzt, wo du so erwähnst, ziemlich geil eigentlich. Ja gut, dann trotzdem ihn mitnehmen für irgendwie Panik. Und dann vor der Mutter holen. Genau. Ich versuche dich noch dran zu erinnern. Ja, ich werde dran denken, also. Wenn er so eine Chance schon gegeben kriegt hier. Ja. Oh, widerlich. Auch eine kommt. Ich weiß nicht, ob das schon war, wahrscheinlich. Ich sehe zumindest gerade keinen größeren Schatten mehr unter dir. Nee, scheint zu passen. Was tut das? Ah! Ui. Ziemlich fix, ey. Ich sehe auch so wenig, ne? Wenn jetzt irgendwie mal ein Lasertyp hier an der Seite ist, dann ist, glaube ich, Ende Gelände. Wichtig? Yay. Apropos Lasertypi, Krampus. Oh, das. Gute Idee. Ging nicht anders, glaube ich. Nee, die haben ja sogar schon geschossen. Das waren vier Laseraugen. Ach du Scheiße. Der muss weg, der zieht an. Gut, aber dadurch, dass die geslowt sind, ist eigentlich okay. Gichte. Aber schießt. Stimmt. Aber löst. Probleme ohne Ende. Oben ist ein Doppelschlüsselraum. Uiuiui. Uch, die habe ich nicht kommen sehen. Nee, ich auch nicht. Das war's. Ich habe mich nur gewundert. Schade. Schlüssel? Doppel? Ja, nee. Was kann es denn großartig sein? Ja. Rote Kisten. Oder so. Könnte es auch geben, so ist nicht. War Abel, der geschossen hat. Also rote Kisten können auch drin sein. Ich weiß. Aber. Ja, vielleicht findet man noch Schlüssel oder sowas, dann ja. Schlüssel, mein Nissel. Alter! Langsam umkreisen. Langsam, höher. Zwei leben noch. Einer ist zu, okay. Ja, geht man kommt so in diesen Raum rein und guckt nur. Ich bin tot. Geht die Pumpe? Ist das normal? Ja, oder? Was denn? Ja. Aber wir wissen, ob der normal ist oder Bomben halt, Bombenfliegen gibt. Er gibt uns Bombenfliegen. Ein Segen für alle. War noch einer? Ja, eigentlich schon. Der Abel hat noch einen ordentlichen Schaden gemacht. Ja, nee, ich habe mich nur gewundert, weil. Achso, deswegen war die Lebensleistung nur so gering. Ja. Alles klar. Hatte mich auch gewundert, ich dachte, naja, irgendwo ist noch so ein kleiner, aber macht ja keinen Sinn. Weil da kam ja keiner aus der Ecke raus. Ja, dann lieber das. Infamy, okay. Und ein X-Stein. Schade. Augen. Da ist auch noch lila. Oh! Du kommst wieder. Ich komm wieder. Dann setz Krampus ein. Krampus. Oder Shirit. Shirit ist so eine Rettung. Ja, dann nimm Krampus. Dann mach einen Raum und mach Krampus. Ja. Das war schon, ist eklig einfach mal. Ja, ich treffe nicht, wenn ich so fliege. Also ich bin da übelst unkoordiniert.
Ja, dann wirklich aufs Fliegen konzentrieren und ein Robo-Baby reinstellen. Und zwar vor allen Dingen der richtige Weg, ne? Ja. Naja, wenn du sowieso dann die Bibel holst. Wie fliegt man jetzt? Na, in die Mitte und einsetzen. Oder okay. Kopf. Genau. Kommst eventuell als Blue Baby wieder. Macht einiges her. So, macht man den Raum noch? Warum? Aufladung. Schade. 6 Schlüssel. Naja, machen wir's halt. 4 Schlüssel reichen für die Kisten. Rerollt im Raum. Das heißt, du kannst die Schlüssel einsammeln, Kiste öffnen und dann kriegst du vielleicht noch ein paar Schlüssel. Karte, was ist die? Stärke. Ah, ist das besser? Das kannst du rerollen. Siehst du, hast du ein paar Schlüssel bekommen. Noch ein bisschen Geld. Das war die Frage, ob du die Goldkiste aufmachst. Klar. Ja, gelohnt. Das ist die andere Frage. Plus minus null. Ach, nee, kann es nicht sein. Geheimraum. Auch nach unten eventuell. Ja. Ja, ist er. Wir müssen ja sowieso nochmal zur Bibel, dann wieder zurück. Genau. Also, das dauert jetzt. Das kannst du doch so nicht sagen. Nein. Spinnen! In dein Gesicht! Kann er doch gar nicht. Kann er Spinnen droppen? Ich glaube nicht. Kann er nicht? Oh, tut mir leid. Dann machen wir halt doch. Für die Aufladung, die wir jetzt gar nicht kriegen. Das stimmt. Und aber der Weg ist dadurch extrem wesentlich kürzer geworden. Das stimmt. Ich wäre mindestens auf dem Rückweg reingerannt. Ja. Und dann wäre ich erschrocken. Also extrem kurz wollte ich jetzt gerade sagen, aber extrem kurz ist es dadurch auch nicht geworden. Ein bisschen? Ja, also ein bisschen ja, aber nicht extrem. Ein bisschen extrem. Ein bisschen extrem? Mhm. Zähl das Buch! Reich den Schüssen aus! Hol Krampus! Sei gut! Hilfe, Angst. Ich mach nix. Hab nix. Vor allen Dingen, ich hatte null an Gabis Collar. Gabis Collar gedacht. Ja. Das so. Ich zerdrück den Xbox-Controller. Ich mach ihn kaputt. Das ist meiner. Kauf den eigenen. Ich mach ihn kaputt. Okay. Ich kauf dir dann einen neuen. Alles klar. Ja, Mensch, Mann. Krieg ich den goldenen? Ja. Golden Chrome. Golden Chrome. Das holen wir uns von unserem ersten YouTube-Money, oder? Goldenen und einen. Oh. Lass auf Nummer sicher gehen? Definitiv. Lass auf Nummer sicher gehen? Warum? Warum? Ich bin dumm. Oh. Also, ihr seid ganz ehrlich. Na, links oben steht sonst immer ein Automat und ich wollte mir auf Pretty Flies machen und bin deswegen gegen den Automaten geflogen. Oh, nein. Alter, nicht wirklich. Doch. Nicht wirklich. Doch. Warum? Du hast doch, gesagt, auf sicher gehen. Und da bin ich rechts auf sicher gegangen und dann bin ich links hochgeflogen. Na, und du bist aber auch links so direkt an der Wand hochgeflogen, wo ich dann dachte, na gut, er geht jetzt auf Nummer sicher und legt dann oben die Bombe. So, oben Ecke und wieder rüber. Oh, nee. Also. Ich hatte einfach mir gedacht, ach, Arcade Room, geil. Machst du jetzt mal Pretty Flies. Oh, nie, wenn da drei Bettler drin sind. Das war jetzt in dem Moment nicht so ganz ersichtlich für mich. Das war so. Oh. Weil ansonsten hätte ich ja nichts in dem Raum machen können. Na doch, dass er die anderen Typen spielen können. Oh, da hätte mir ein HP-Up oder irgendein scheiß Karten-Item gegeben. Ja. Deswegen. Aber trotzdem, das war jetzt. Ja, es war definitiv dumm. Es tut auch sehr weh in meinem Kopf gerade. Ein wenig. Oh, schön. Oh Mann. Machst du dir wenigstens genauso Vorwürfe? Nö. Du machst jetzt nicht mehr. Ich hör jetzt auf. Ja, das sind deine Worte immer. Ja, Isaac macht keinen Spaß mehr. Ja. Nie wieder Isaac. Oh, Leute. Es tut mir leid. Du wirst bloß das Spiel noch in die Länge ziehen bis Afterbirth, oder? Man merkt, ich brauche Urlaub. Eindeutig. Ich muss unbedingt nach Amerika. Oh. Ja, wir wünschen euch noch einen extrem schlechten Tag. Und schlechtes Wetter. Und hey, komm, nur schlechtes Wetter und dann könnt ihr zocken drin und Isaac Runs machen. Das ist auch schön zurecht gebogen, oder? Das ist es. Das ist es. Wir wünschen euch schlechtes Wetter. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Sink your teeth into my bones. Dig me out, then fill the hole. Tear me apart.